Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute die ersten Teile aus dem neuen Essenssortiment zusammen, beziehungsweise neues Essensprodukt, was ich entdeckt habe. Und zwar schminken wir mit der Welcome to Sin City Palette auch noch einen Look. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Hoffe natürlich auch für mal als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Es gab zum Teil Produkte eben schon bei DM bestellbar. Und ich hatte euch das dann auch gezeigt und dann waren irgendwie ganz, ganz viele Mäuse, nicht nur die Mäuse, denen ich das gezeigt habe, aber generell sehr, sehr viele auf der DM-Seite und haben alles weggekauft. Deswegen hätte ich vielleicht erst bestellen sollen und es euch dann zeigen sollen, aber ja. Jedenfalls habe ich ein paar Produkte aus dem neuen Sortiment gekauft, wie dieses hier. Das gab es im Extra-Aufsteller im Rossmann. Zum Teil gibt es eben Produkte auch schon bei DM. Ich habe hier keinen DM, deswegen habe ich halt online geschaut und da war dann halt super schnell alles Mögliche ausverkauft. Wie zum Beispiel diese kleinen Blush- und Highlighter Tuben mit dem Schwammapplikator, die gibt es zum Teil nämlich jetzt schon in DM-Filialen oder eben einfach online, aber es war dann auch alles weg. Dann diesen Filter Glow Dings, ja, den gab es zwar online, aber nicht in meiner Farbe, das heißt, es hätte mir nichts gebracht. Deswegen starten wir erstmal langsam und wir machen noch einen zweiten Teil. Und ich habe schon meine Augenbrauen gemacht und da springen wir einmal kurz wieder zurück. Ich habe jetzt aus dem neuen Sortiment dieses Produkt hier, das ist das Brow Lifting Gel Set Extreme Hold. Das soll transparent sein, aber weil ich da vorher noch nicht mitgearbeitet habe, werde ich das jetzt zuerst einmal machen. Normalerweise trage ich immer erst meine Base auf, dann mache ich meine Augenbrauen und da benutze ich dann eigentlich immer erst das farbliche Produkt und dann benutze ich mein Fixierprodukt. Hier hat man als erstes einmal so einen schönen kleinen Spoolie, der noch mit in der Verpackung drin ist. Also man kann das dann immer halt so rausnehmen. Und hier ist dieses Produkt drin, auch wenn ihr jetzt gerade es für euch so aussieht, als wäre es leer, aber es ist nicht leer. Es ist sehr, sehr fest. Ich nehme alles zurück, es ist eigentlich gar nicht so fest. Es ist einfach nur sehr klebrig, sodass es halt das Bulli so festhält. Ich versuche das jetzt mal so am Rand so ein bisschen ein- und abzuarbeiten. Wow, okay, also ihr könnt, glaube ich, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied sehen. Hier sind meine Augenbrauen halt einfach, wie sie sind. Und hier ist es jetzt wirklich so, dass man damit diesen laminierten Look hier hinbekommen kann. Ich gehe dafür halt immer erstmal einmal hin und her und dann lege ich das halt richtig an meine Haut. Es ist auf jeden Fall schon richtig krass. Ich finde es toll, dass der Pinsel halt mit dabei ist, damit man das Produkt theoretisch halt auch einfach so zum Reisen mitnehmen kann oder eben das Produkt einfach so stehen haben kann, ohne sich immer noch ein passendes Tool raussuchen zu müssen. Ich lasse das jetzt erstmal so antrocknen, aber es hat wirklich einen sehr starken Effekt. Also ich kann mir vorstellen, dass halt auch störrischere Augenbrauen damit gut gehalten werden. Meine sind jetzt nicht super wild. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, wie das mit so ganz drahtigen Augenbrauen wäre, aber ich bin erstmal so zufrieden. Nur was ich halt merke ist, logisch, man kämmt das halt ja auch so gegen die Haut. Ich würde das auf jeden Fall zuerst machen und jetzt einfach das nochmal mit so einem Tuch außenrum reinigen, um das Produkt wegzunehmen, damit mein Concealer eben dort auch aufgetragen werden kann. Ja, es war dann wirklich ein bisschen schwierig, das Ganze später noch mit einem Stift aufzufüllen. Wenn meine Augenbrauen aber nicht frisch gefärbt sind, die Farbe hält leider auch in meinen Augenbrauen immer nur ein paar Tage und ich müsste sonst alle paar Tage halt färben, wenn ich das nicht auffüllen möchte. Aber normalerweise stört mich das Auffüllen auch nicht so. Nur wenn ich halt so ein Produkt benutze, merke ich halt, wie viel Farbe ich eigentlich doch in meine Augenbrauen gerne geben möchte. Und so bin ich jetzt mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Aber es war wirklich auch anstrengend jetzt. Ich muss sagen, dass das hier so ein Produkt ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn meine Augenbrauen frisch gefärbt sind. Wenn eure Augenbrauen schon eure perfekte Farbe haben, ihr nicht so viel auffüllen möchtet oder vielleicht nur vorne so ein bisschen auffüllen möchtet und das alles farblich schon passt. Und wenn ihr gerne eure Augenbrauen zuerst macht, wenn ihr gerne diesen feathered oder laminierten Augenbrauenstil mögt. Und ich kann es auch empfehlen, wenn ihr vielleicht auch gar keine Foundation oder sowas tragt und es nicht so das Problem ist, das so auszukorrigieren. Hat mich ehrlicherweise gar nicht so sehr jetzt gestört, wie ich dachte, dass es mich stören würde, das zu korrigieren, weil ich eher mag, wenn Dinge einfach sind. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Nur was ich sagen muss, ist, ich merke immer noch, dass das Produkt nicht richtig fest wird. Das bleibt halt auch immer noch so, dass es halt verklebt ist, es sich sehr schmierig fest anfühlt.
Aber nicht so, dass es halt von alleine hin und her geht, nur wenn ich es anfasse, es ist nicht komplett fest und es trocknet nicht komplett runter. Das müsstet ihr wissen. Für mich wäre das so ein Produkt, was ich gerne an Tagen benutze, wo ich sonst vielleicht nur so ein bisschen Mascara mache, meine Augenbrauen, ja, für solche Tage. Meine Base habe ich jetzt schon fertig gemacht und ich würde aber trotzdem einmal nicht mit Base-Produkt weitermachen, sondern mit den Augen. Dieses Produkt hier, das ist die Welcome to Sin City Eyeshadow Palette, habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt, habe ich auf Amazon bestellt. Wenn ihr danach sucht, findet ihr sie. Sie gehört zu der City-Palettenreihe von Essence. Sie sieht von innen so aus, es sind nur Schimmertöne enthalten. Ich werde jetzt als erstes einmal mit euch kurz ein bisschen swatchen. Und ich zeige sie euch auf jeden Fall auch nochmal von nahen. Die Farben sind wirklich sehr, sehr schön und das sind nicht einfach nur solche Metallic Shades, sondern manche sehen halt auch wirklich so richtig, richtig nass aus. So wie das eine Kupfer, das andere Kupfer, das Lila und das Blau. Da sind nämlich noch so ganz viele funkelnde kleine Glitzerpartikel enthalten und ich finde es richtig schön. Ich möchte heute gerne was in die Blau-Lila-Richtung wieder machen, weil ich ein blaues Outfit heute trage. Ihr seht jetzt nur mein weißes Oberteil, aber es wird einfach sehr, sehr gut zu meinem Look heute passen, deswegen möchte ich das gerne machen. Ich gehe nämlich gleich noch ins Kino und hoffe, dass es hier alles gut ausgeht natürlich. Die Palette ist selbstverständlich angelehnt an Las Vegas. Wir haben ja auch hier die Spielwürfel und die werde ich jetzt auch einmal swatchen. Das grüne Kleeblatt natürlich. Und dann nochmal so ein paar Farben, die ich jetzt heute nicht benutzen werde. Die anderen seht ihr dann ja auf meinem Auge. Einfach mal 4, obwohl das Blau werde ich jetzt gleich benutzen. Aber. Oh, das Grün ist schön cremig. Oh, das auch. Und das auch. Also das Blaue ist jetzt von allen am trockensten. Die Palette gehört jetzt nicht offiziell zum neuen Sortiment, aber sie ist eben erst seit, ich glaube, Oktober, November 2023 erhältlich und jetzt halt eben auch einfacher im Zugriff für Deutschland. Und deswegen zeige ich sie euch halt in diesem Video. Für meinen Liner-Look klebe ich als erstes einmal Washi-Tape auf. Da es jetzt nur Schimmerfarben sind, habe ich das Ganze auch einfach jetzt mal angesprüht, um Fallout zu vermeiden und das einfach gut aufs Auge zu bringen jetzt. Als nächstes nutze ich dann jetzt dieses wunderschöne Violett hier und ganz vorne gehe ich in das Hellblau. Ich habe jetzt noch Mascara aufgegeben, um den Look zu vervollständigen. Und ich muss sagen, ich habe eine Meinung dazu, die ein bisschen zwiegespalten ist. Auf der einen Seite, finde ich, lassen sie sich richtig toll swatchen. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal mit dem Finger ein bisschen was nachkorrigiert und auch gemerkt, dass dann die Farbe sich einfach viel schöner verhält. Also auf jeden Fall eine Palette, die ich toll finde, mit einem angesprühten Pinsel. Hat es erst ganz gut funktioniert, aber das Blau ist dann leider fleckig geworden. Das könnt ihr, glaube ich, auch gut sehen. Und ich möchte die Palette auf jeden Fall nochmal benutzen. Zum Teil ist dieser coole Schimmer, der oben drüber liegt, aber scheinbar nur ein Overspray, weil darunter das auch einfach nur ganz normale Metallic-Farben sind. Also es ist eine Metallic Eyeshadow Palette und ich finde sie schön als Ergänzungspalette oder für Monolooks. Und das mag ich ja persönlich sehr, sehr gerne. Also einfach nur ein Schimmerton, zack, übers Lid, Mascara drüber, passend zum Outfit und fertig. Heute hat es mich nicht überzeugt. Wir machen dann weiter mit dem Gesicht und ich habe, wie gesagt, keins von diesen Blushern bekommen oder ja, zur Verfügung, auch dadurch, dass ich keinen DM habe, die eben aus dieser Quetschi-Tube kommen. Ich habe aber eine der neuen Farben von den Puderblushern bestellt und zwar von den Blush Crush in der Farbe 10 Karamell Latte und es ist ein sehr, sehr schönes Tönchen, wie ich finde. Es ist halt so ein Peachbraun. So ein Kaffeeton. Der hat aber noch so was Warmes, Orangenes im Unterton. So. Und das mag ich ja persönlich sehr gerne. Ich versuche auch nicht so viel zu machen. Ich meine, ihr solltet es zwar sehen in der Kamera. Das ist halt immer so die Sache, ne? Da die perfekte Menge zu finden. Es ist auf jeden Fall auch ein Schimmerblush. Aber ich möchte nur so viel auftragen, dass ich gleich auch noch im normalen Tageslicht gut aussehe. Weil normalerweise muss ich immer noch mal eine Schippe drauflegen, damit ihr das hier alles gut erkennen könnt. Ja, das ist schon sehr shimmery, ne? Und es ist wirklich so ein sehr schöner Braunton. Mhm. Ich werde ihn euch einmal swatchen, damit ihr euch das noch mal so ein bisschen
besser vorstellen könnt. So. Ja, hat schon so einen sehr extremen Kupferschimmer auch drüber. Und wirkt vielleicht auf mancher Haut auch wie ein Highlighter, also wie ein kupferstichiger Highlighter. Auf meiner Haut ist es natürlich jetzt, ja, eher eine dunklere Farbe, so könnte ich es, glaube ich, am besten erkennen, ja. Und gefällt mir aber sehr gut. Hat auch keinen Glitzer oder sowas, das Finish ist eher so ein bisschen metallic. Momentan bin ich ja eher so, dass mir matte Blushes am besten gefallen. Oder welche, die halt so einen Schein haben. Ich bin so ein bisschen weg von diesen schimmernden Blushes. Aber es ist natürlich auch ein schönes 2-in-1 Produkt. Man spart sich theoretisch so ein bisschen den Highlighter. Für mich ist es halt jetzt ein bisschen dunkel. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem neuen Lippenprodukt. Ich habe einen von diesen Slim Sticks gekauft. Das ist die Farbe 101 Shockaholic. Und das ist halt ein Braun. So ein schöner Nude-Ton. Ich dachte nämlich, dass der toll zu dem Blush passt. Und wir schauen einfach mal, wie das auf meinen Lippen aussieht. Das soll ein mattes Finish machen. Die von Catrice, die in einer ähnlichen Form kommen, sind ja so super glossy. Und das ist jetzt quasi das Gegenteil. Ich mag solche Töne ja sehr gerne. Ist natürlich so wie alles andere auch Geschmackssache. Mir gefällt das jetzt sehr gut. Ich mag sowas besonders gerne zu grünen Looks. Vor allem zu blauen Looks, definitiv. Ich finde, es passt jetzt wirklich sehr, sehr schön zusammen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt gerade vom Blush sehen könnt. Wahrscheinlich nicht so viel, weil ich wirklich nicht übertreiben möchte jetzt für die Kamera. Mir gefällt der Gesamtlook jetzt ganz gut, auch wenn das Blau jetzt hier ein bisschen fleckig ist. Für mich etwas, was man definitiv entweder mit einem Applikator auftragen muss oder mit den Fingern, damit es am gleichmäßigsten und am besten wird, meiner Meinung nach. Und ansonsten, das Lippenprodukt ist zwar matt, aber es fühlt sich nicht fest auf den Lippen an, nicht schwer auf den Lippen an, nicht austrocknend auf den Lippen an, sondern sogar so ein bisschen pflegend, also sehr schön. Ja, hierzu habe ich ja euch ausführlich schon erzählt, wie ich das anwenden würde und das gefällt mir auch sehr, sehr gut und könnte, wie gesagt, auch noch ein Highlighter sein, falls ihr dunklere Haut habt. Schreibt mir doch sehr gerne, wie ihr den Look jetzt findet und ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten Teil vom Essence-Sortiment zum Testen machen, wenn dann alles für euch auch verfügbar ist. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!